Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Craber vom lieben Yogi. In Düngerbefüllung. Befüllungsdrama hier. Letzte Folge verpasst, ne? Ich sag euch, lohnt sich nicht. Weiß ich nicht. Lohnt sich der? Es ist hier Grande de Malheur de Kikeriki. Weil alles klappt, nix muss. Wofür kriegen die da hinterher auch wieder drauf? Mach doch mal los da. Was soll das denn jetzt? Der Ding ist nur gemietet, ne? Wie drum. Das läuft hier wie geschnitten Brot. Füllt ihr da noch was ein? Jetzt. Wir gehen da rein. Das Ding muss das ja auch noch wieder hochheben können, ne? Kommt ja noch dazu. Oh, das läuft ja hier. Gar nicht. Entladen tut das schon mal, ne? Ist da schon viel drin, ne? Sag mal, wie der Realismus von... Oh, nee, kann ja jetzt gar nicht nachgucken. Ich hätte da keine Plane drauf machen sollen, ne? Aber wenn das Ding mal im Feld steht und regnet, ne? Nicht, dass da so alle Klümpkes drin sind. Was ein Getüter. So, einen machen wir noch rein und dann ist auch jetzt Schluss. Dann müssen wir auch gucken, dass das Ding da wieder auf den Wagen kommt. Oh, ist voll. Kollege, ist voll! Ich hab's mir so was von gedacht, ne? Svenny, warum fragst du eigentlich immer? Ich hab's mich so was von gedacht. Warum hab ich da auch nur so was von dran gedacht? Ach, Svenny. Ihr könnt ja auch mal was kloppen, ne? Zurückgeben, den Rontef da. Wir müssen ja hier noch so ein Moped haben. Irgendwas, was das hochkriegt, ne? Hat der ordentlich Gewicht auf die Hinterachse? Wir können ja auch mal so einnehmen hier. Nee, wir wollen den nur mieten. Was habe ich mich da angetan? So, wir kriegen das Ding da auch wieder drauf. Jetzt so weiterfahren können. Vorsicht jetzt hier.
Mann, wir sind hier in Stress. Tag ist gleich um und die Dinger sind immer noch nicht auf dem Wagen. Kannst du nicht sagen. Wenn nicht, müssen wir hier irgendein Gewicht dran bocken oder so. Geht hier schon mal wie geschnitten Brot. Fahr doch mal ein Stück zurück, bitte. Danke. Jetzt willst du mir bestimmt sorgen, dass du da nicht wieder rauskommst, oder? Oh, ich habe nichts gesagt, mein Freund, im Kupferstecher. So, warte mal. Wie war das noch mit die Ausfahrerei? Also. Jo, übermorgen, wir sind dann da weiter mit, ne? Den muss ich aber auch mal belegen, wa? Oh. Damit müsste das aber gehen jetzt, wa? Hast gesehen? Voll dagegen gebrackelt. Nee, hol mal raus mit dem Deutz. Das ist mich zu kriminell hier. Erste Dörrtau. Nicht, dass die noch Kanuto geht, dann kriege ich Schimpfe. Alter, da ist schon wieder so. Oh, was ist denn heute los? Ich hab die Deadzone von der Kupplung verstellt, ne? Nix direkt. Dann geht nämlich sofort los. War doch die Maschine. Das ist ja auch voll genial so zu formen, ne? Nein. Knieht mal da oben zusammen, ob das passt. Jetzt haben wir den Donnerschlag. Komm mal hoch hier. Komm mal vor. Nee, wir sind noch gar nicht drin da. Die haben ja einen coolen Trigger, wa? Ich glaube, der wird Lehrer. Guck mal, läuft! Ah. Was jetzt schon wieder alle oder was? Das. So ein bisschen Ziehwasser trinken, ne?
glaube, wir haben ihn. Das ist ja ein Ritt auf einer Kanonenkugel. 366 Glocken haben wir nun noch. Jetzt sind wir ja voll pleite, wa? Ein Schickraum. Müssen wir irgendwas verkloppern oder so? Ja, da fehlt doch noch was drin, ne? Hier ist ja schon alle. Irgendwie was Produktives machen wir gar nicht, ne? Nur so ein ollen Tütekram. Aua. Jetzt pass mal auf, ne? Die Gaudi an der ganzen Geschichte ist bestimmt hinter dir. Klappt das nicht hier mit der Düngerstreuer da drunter fahren? Dann kriege ich aber los Phönus. Richtig dicke Phönus. Kniet mal die Augen zusammen. Ich habe Brille auf, ich sehe das nicht. So weit weg. Wo muss gehen, wa? Wir müssen uns echt zum Moped irgendwie an Händler stellen oder was, sonst haben wir da ja immer Probleme. Ob's auch Radio, ne? Irgendwie ist das hier nicht so schön mit die Plane. Das ist hier schlecht. Ich glaube, ich habe meine Deadzone komplett hier auch am Joystick verstellt, ne? Mir kommt aber jetzt erstmal nicht rein. Nee, dann lass man so. Sicher ist sicher. Geh mal zurück, die Schose. War ja auch gar nicht teuer. Die Befüllung hat uns ja auch nur gerade locker 10.000 Euro gekostet. Also von daher läuft hier auf dem Kanal. So, haben wir irgendwas in Lager, was wir verklappern können? Wir brauchen Kohle. Falsche Taste. Wir haben 14.000 Liter Raps. Den bringen wir dann mal zur Krebachmühle. Wo ist die Krebachmühle? Krebachmühle? Müsste hier sein, ne? Ja, dann kenne ich den Weg. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir brauchen einen Trecker. Den ich brauche ich nachher. Du sollst ja eigentlich Ballen stapeln. Mach doch mal Handbremse raus, dann kommst du nach vorne. Alter, nein, wir haben jetzt wieder eine Folge nur mit diesem Tüterkram rumgemacht, oder was? Diesmal müssen wir aber jetzt mal hier was verkloppern. Da geht kein Weg dran vorbei, Leute. Die sind ja arm wie die Kirchenmäuse hier, du. So verstellen. Ne? Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich schicke das Gefährt da. Wem gehört das? Gut, ich muss mal einen Ballen wollen. Nein. Wo habe ich denn meinen Ballenwagen hingestellt? Jetzt sind wir bei armen Leute, ey. Nix find's wieder. Doch, nehmen wir den doch so lange. Auf einen geordneten Spielstand findet man alles wieder. Und zwar nicht bei den ehesten Lucky Lucky, aber
wenn du fünf Runden auf den Hof drehst, kommt alles wieder zum Vorschein. Ja, läuft. Also an das Gewicht kannst du nichts dran hängen. Zum Mäuse melden. Nee, das finde ich doch gar nicht. Jetzt müssen wir mal meinen Wagen wieder richtig machen. So kriege ich den dann nachher wieder raus. Was ist das? Ach, du hast ja nicht mal eine Anhängerkupplung, ey. Kein Wunder, dass du rumspackst. Alles Chlor, weiß Bescheid. Wir wollten verkloppern vorne. Aber das machen wir nächste Folge, liebe Leute. Ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.